Hallöchen Leute und willkommen zu mal wieder ein bisschen Pokémon TCG hier. Ich habe mir gedacht, also ich bin in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr drin. Ich bin ein bisschen hier voll am Spielen und so. Und nach der Rotation musste ich ein bisschen erfinderisch werden mit meinen persönlichen Decks, weil da einige Karten, so ziemlich die Core-Karten rausrotiert worden sind. Aber so ist das immer so bei Pokémon TCG. Also habe ich mal geschaut, was es sonst noch so für Decks gibt, die man spielen kann. Und ich habe gesehen, ein sehr, sehr cooles und interessantes Deck, was ich heute hier einmal zeigen möchte und ein bisschen spielen möchte, ist das Relaxo-Deck. Und zwar hat es eine Fähigkeit namens Rückentzug, ja? Solange dieses Pokémon in der aktiven Position ist, kann sich das aktive Pokémon deines Gegners nicht zurückziehen. So, das ist das Main-Pokémon, was wir spielen werden. Wir werden dann permanent mit Rotom wie Karten ziehen gleich, das werde ich euch zeigen. Dann haben wir Mimikyu oder Mimikma, damit EX oder V-Pokémon uns keinen Schaden zufügen können. Und im Endeffekt war es das. Sonst haben wir ganz viele andere Karten, um den Gegner essentiell Handkarten und Deckkarten zu zerstören. Und im Endeffekt, wenn es irgendwann passt, mit diesem Pokémon einfach reinzugehen und mit dann einer Feuerenergie hier zu sagen, lege die obersten zwei Karten des Decks deines Gegners auf seinen Ablagestapel. Und das ist alles. Das ist das Deck, was wir heute spielen. Es klingt total dumm, aber es ist tatsächlich recht fun, finde ich persönlich. Es ist ein sehr alternatives Deck für eine alternative Win-Condition, einfach um deinen Gegner Deck-Out zu machen, ohne dass wir selber aktiv angreifen. Wir pissen ihn einfach nur ans Bein, wir lehnen uns einfach zurück und sind am Absahen. Wir gönnen uns einfach ein bisschen Chili-Mili, ihr wisst schon, ne? Und ich muss sagen, ich habe eine überraschend gute Winning-Streak. Also schon fast besser als mit dem aktuellen Glurak EX, was halt immer noch ein sehr aktives und populäres Deck ist. Ich habe sehr viel mehr Erfolg hiermit. Die Decks, die Duelle dauern nur länger. Aber ich bin fasziniert davon, wie, wenn du ein bisschen clever spielst, du deinen Gegner einfach dazu bekommen kannst, dass er nichts tun kann. Er kann einfach nichts tun. Ich habe nur einen einzigen Counter bisher kennengelernt und das ist eine Gengar-Karte, die dir erlaubt, einmal pro Spielzug dein aktives Pokémon zu wechseln. Was ich krass finde. Oh ja, wir starten sofort mit Mimikyu. Let's fucking go. Aber ansonsten ist mein Gegner einfach ganz schön nutzlos. Aber nette Pupa-Karte. Oh, haben wir Giratina? Wir haben ein Giratina-Deck. Oh, er wird selbst sich durch sein Deck ein bisschen durchziehen. Soll er ruhig machen. Okay. Ja, bitte gib mir die Karten. Dankeschön. Oh ja, das ist auch eine Sache. So, wir haben einige Supporter. Ich werde erklären, wie das ganze Deck funktioniert, falls ihr es nachbauen wollt. Es ist sehr interessant. Das Allerwichtigste ist zum Beispiel Pokécom, weil wir sind so sehr auf Supporter abhängig, dass wir immer einen anderen Supporter brauchen. So, das hier ist nicht die beste Hand, die wir hätten haben können. Und das ist ein Problem. Weil wenn er es schaffen würde, jetzt gleich anzugreifen, was er wahrscheinlich nicht schafft. Ne, kann er mich nicht. Ich habe hier Mimikyu, nevermind. Wir sind sowieso safe mit Mimikyu draußen. Sein Giratina kann nichts machen. Und ich bin ziemlich stark der Meinung, dass er abgesehen von Zubiris auch keinen anderen Angreifer hat, ja? Soll er ruhig machen. Du hast nichts sonst? Okay. So, ich könnte jetzt natürlich meine gesamte Hand wechseln. Ist nur die Frage, will ich das gerade? Ne, wir nehmen hier Pepper. Und mit Pepper gehen wir erst einmal... Machen wir Schwerball oder Nestball? Ne, wir machen Nestball und wir holen uns ein bisschen... Wir holen uns ein bisschen was zum Ausrüsten, ja komm. Und zwar wollen wir hiermit dann Rotom suchen. Glück gehabt, er ist da. Wir holen hiermit Rotom. Wir können ihm auch den Waldsiegelstein geben, was ganz easy ist. Und was wir dann am besten machen, ist einfach immer sofort Ladung spielen. Immer Karten ziehen. Let's fucking go. Und jetzt du, Kollege, hä? Was ist jetzt dein Plan? Solange er nicht irgendwie auf einen Rotom wechseln kann, ist sowieso alles safe. Wir werden einfach arschviel von meinem Deck ziehen. Das wird noch super interessant. Ihr werdet sehen, warum das nicht mal fast ein Nachteil ist, wenn wir unseren Gegner deckouten wollen. Und dann haben wir so Karten wie Banditenschwestern, die dazu führen, dass wir die obersten 5 Karten seines Decks nehmen und alle Itemkarten dort entfernen. Wir werden einfach alle Itemkarten dort entfernen. Ah ja, der geht auf Giratina Vista, ja. So, wir gönnen uns erstmal hier Sinnoh-Tempel, damit er nicht die ganze Zeit mit Jet-Energie hin und her switcht, was ein Teil seines gesamten Decks ist. Haben dann ein Relaxo hier, gehen dann auf Banditenschwestern und schaut mal da. Sofort wichtige Itemkarten, alle weg. Kann er alle nicht spielen. Und er hätte eigentlich wichtig jetzt Kurelei. Das ist dieses Blümchen-Pokémon, dieses Blümchenrad-Pokémon aus, es kam in Carlos vor, ne?
ursprünglich. Nee, Quatsch, Alola. Nevermind. Es kam doch in Alola vor. Ich würde sagen, ist es nicht witzigerweise so, dass es in Kalos vorkam und nicht in Alola? Aber nein, nein, nein. Das Gen 7 Pokémon. Das sorgt nämlich dafür, dass er zwei Karten ziehen kann und eins kann er dann ins Nirgendwo legen für die Yu-Gi-Oh! Spiele. Also es quasi aus dem Spiel entfernen. Und das gesamte Deck funktioniert darauf, dass er Karten aus dem Spiel entfernt. Und wenn wir ihn davon abhalten können, dass er generell diese Pokémon gerade aufs Feld bringt, umso besser. So, hier haben wir die andere Karte, um den Gegner aufzuhalten, und zwar Ryobar. Damit können wir nämlich jetzt in seine Handkarten gucken und dann einfach Karten nehmen. Als ob Tausch eigentlich, by the way, wieder legal ist. Einfach Karten nehmen und rauswerfen. Ab auf den Friedhof damit. Der will tauschen? Nicht mit mir, mein Freund. Nicht mit mir. So, jetzt ist das Ding. Er hat nochmal was zu tauschen. Das ist wichtig. Wir müssen dringend eigentlich mehr seine Handkarten zu stellen, damit er nicht hin und her switcht. Der hat nämlich Tauschwagen. Und Tauschwagen ist halt auch ein Tausch, aber zum Heilen auch noch. Ich wusste nicht, dass beide, dass normaler Tausch eigentlich aktuell wieder legal ist. Spielt halt kaum ein Deck, überraschenderweise. Genau das Pokémon ist das, was er eigentlich haben wollte. Ich kann ihn noch nicht locken. Doch, ich kann ihn locken. Nevermind. Wir können versuchen, ihn festzusetzen, bevor er in irgendeiner Form seine Strategien umsetzt. Er hat eine Karte im Nirgendwo. Für Urgel muss er vier Karten im Nirgendwo haben. Und für Giratina, damit er meinen Pokémon killen kann, muss er mehrere Karten nochmal im Nirgendwo haben. Das heißt, was wir jetzt am besten tun ist, wir machen das so. Wechseln einmal dann hier rüber. Haben Relaxo hier, seht ihr, mit Befehl vom Boss und ziehen jetzt einfach ganz genüssig weiter Karten. Wir ziehen ganz genüssig weiter Karten, nämlich jetzt kann er sich auch nicht zurückziehen. Das heißt, er muss dieses Pokémon aufbauen, wenn er das will. Er kann sein Insta-Kill nicht machen, weil er keine 10 Karten im Nirgendwo hat. Und wenn er hiermit angreifen wird, dann muss er zwei Karten weglegen. Dadurch, dass wir ihn in der Angel schon zerstört haben und generell Item-Karten gerade vernichten bei ihm, wird es schwierig sein, die Energie wieder zurück zu recovern. Außerdem hat er keine Drawing Power, weil wir dafür sorgen, dass er nicht mit Kurelei die ganze Zeit zwei Karten zieht. Seht ihr, wie das Deck funktioniert? Ist es gemein? Es ist fucking gemein, oder? Aber ich finde es sehr fun. Ich finde es sehr spaßig. So, als allererstes schauen wir mal. Aha, wir haben hier in den Preiskarten Relaxo. Wichtig, wichtig. Dann würde ich sagen, spielen wir diesmal, wir brauchen wieder Pepper. Pepper, mein Freund. Ich meine, Ausrüstungskarte ist an sich nicht verkehrt. Habe ich irgendwas anderes, was ich suchen möchte? Wir wollen Supporter auf jeden Fall haben, ne? Wir gehen einfach mit Supporter und holen uns einfach nochmal was zum Equippen. Dann gehen wir einfach jetzt schon mal und spielen das. Und, ah ja. Wir können seine Handkarten zwar noch nicht zerstören, aber wir haben die Banitenschwestern. Und was wir eigentlich auch machen könnten ist, wir holen uns mal ganz schnell Ryobar ran. Ja. Und unsere Ryobar-Karte, nämlich wir wissen, was er ja in der Hand hat. Der wird vielleicht jetzt erstmal chillen und noch nicht switchen. Aber das wird ihn... Oh, das wird ihn so leid tun. Gehen wir jetzt auf Sofortladen. Rein da mit den Karten. Let's go. So, jetzt ist die Frage. Wird er sofort wechseln oder nicht? Weil dann war eigentlich mein Befehl vom Boss natürlich ein bisschen dumm. Okay, jetzt zu Beerus. Ne, er wechselt nicht. Easy peasy. So, und jetzt machen wir ihm mal seine Switch-Karten ein bisschen kaputt, ja? So, weg damit. Tja, Kollege, das wird mir stinken, wenn ich gerade du wäre. Habe ich sonst irgendwas anderes, was relevant zu spielen ist? Wir können auch nach mehr Supportern suchen. Noch eine Ryobar-Karte. Okay, falls er mehr Karten haben sollte, irgendwo auf der Hand, gehen wir damit. Ansonsten gehen wir jetzt all seine Deckkarten zerstören. Das ist sowieso ein Deck, was so hart auf Item-Karten aufbaut, ja? Und wir sorgen essentiell eigentlich dafür, dass mein Gegner gerade das Spiel nicht spielen kann. Ich finde es sehr fun, weil ich muss halt die ganze Zeit überlegen. Dieses Deck baut sehr darauf auf, dass ich weiß, was mein Gegner tut, was mein Gegner für Karten hat, was mein Gegner potenziell für einen Gameplan noch auf der Hand haben könnte. Und alles, was ich tue, ist, sein Deck eigentlich zu zerstören und ihn davon abzuhalten, seinen Gameplan durchzuführen, ja. Es ist halt, man könnte sagen, es ist mehr, Pokémon hat normalerweise nicht so krass Interactions, indem wir Fallenkarten oder sowas haben wie in Yu-Gi-Oh! Aber im Endeffekt ist genau das, was ich gerade mache. Ich stelle ihn permanent Fallen, ich halte ihn von allen Kram ab, einfach weil ich sein Deck kenne, weil ich weiß, was er vorhat. Und er muss halt drumherum spielen, dass er dann, zum Beispiel meinen Relaxo killt. Aber ich habe hier noch ein paar auf der Hand und so weiter und so fort. So ein Alternativ
Wenn er irgendwann gar nichts mehr machen kann, wenn wir merken, oh hey, er hat wahrscheinlich nicht so viele Energiekarten mehr, dann werden wir direkt Deck Destruction begehen. Let's go, weg damit. Ja, und dann können wir einfach nur mehr Karten ziehen, ne? Gib mir mal bitte mehr auf der Hand, let's go! Das heißt, dieses Deck, was ich hier spiele, wirkt natürlich abfuckend für meinen Gegner. Und ich ziehe hier auch mein ganzes Deck quasi auf meine Hand. Aber ich finde, es ist trotzdem unfassbar strategisch und taktisch aufzubauen. Weil du musst halt sehr schnell wissen, wann mache ich was. Wann mache ich was? Weil wenn mein Gegner genug Zeit für ein Setup hat, was wir ihm nicht gegeben haben in dem Fall, haben wir ein Problem. So, jetzt ist die Frage, er könnte Itemkarten wieder auf der Hand haben oder nicht? Ich meine, wir schauen mal nach. Er hat welche. Der Akromas hat ihm tatsächlich ein paar Itemkarten beschert. Und was machen wir? Einfach weg damit. Einfach die Karten rausziehen. Oh, er muss glücklich sein. Mein Gegner ist bestimmt gerade so fucking happy. Oh mein Gott. Ich meine, mit Akromas zieht er halt gut Karten und werft immer mehr ins Nirgendwo, ja? Mittlerweile könnte er mit Urgel angreifen. Das wären dann miese 110 Schaden. Das wäre aber kein One-Hit aktuell. Das funktioniert nicht, ne? Ne, er will nur angreifen, theoretisch. Oder wundert er sich, dass die Special-Energie nicht funktioniert, weil dafür haben wir Sinnoh-Tempel. Hallo? Hättest du mal die Stadionkarte gelesen, mein Freund? Hättest du mal die Stadionkarte gelesen? Jetzt dürfen wir nicht mehr Karten ziehen, aber... Oh, er hat einen Befehl vom Boss. Er hat einen Befehl vom Boss, okay. Jetzt haben wir da ein bisschen mal reingelugt, was er da hat. Er hat einen Befehl vom Boss, er könnte hier potenziell ganz miese Sachen machen. Und wir wollen natürlich nicht, dass er ganz miese Sachen macht. Das heißt, wir müssen jetzt ordentlich hinschauen und gucken. Er ist ein bisschen verzweifelt. Dass, wenn er jetzt das Pokémon wechselt, wir sofort wieder zurück switchen. Wir haben auch Cosima dafür da, für den Fall der Fälle, dass einer unserer Pokémon angegriffen wird. Nicht one-hitted ist, Schaden nimmt, ne? Und, ja, hat den Befehl vom Boss noch nicht gezogen, ne? Schaden nimmt und dementsprechend uns irgendwie gefährden könnten. Dann nehmen wir einfach Cosima und ziehen rein. Ich möchte es ganz gerne meinem Gegner ein oder zwei Preiskarten auf jeden Fall immer zu schenken. Aus dem simplen Grund, dass wir Konterfänger benutzen können. Das ist ein Befehl vom Boss, den du nur einsetzen kannst, wenn dein Gegner weniger Preiskarten übrig hat als du. Und dann switchen wir die ganze Zeit zu Pokémon, wo er dann nichts machen kann. Es ist so gemein. Es ist so ein ekelhaftes Deck. Aber ich finde es so spaßig zu spielen. So, aktuell haben wir gar nicht mal so viel Möglichkeiten, die wir machen können, außer vielleicht, dass wir anfangen, ein bisschen Karten zu recovern. Und der Füller hatte einmal Glück, Dankeschön. Wie jedes Mal Kopf, darf ich eine Karte wieder in mein Deck hier reinziehen? Jetzt ist so die Frage, was genau wollen wir hier wieder reinziehen? Nehmen wir Tauschwagen für den Fall der Fälle, dass er es irgendwie schaffen sollte, dass wir nochmal was wechseln müssen, ne? Da haben wir ein bisschen mehr Utility, ein bisschen Möglichkeiten. Karten ziehen dürfen wir nicht mehr mit Rotom. Das ist ein Problem und ansonsten... Ansonsten habe ich, glaube ich, meine Win-Condition quasi ausgespielt, ne? Ansonsten heißt es ja zurücklehnen und absahnen. Deswegen heißt du der Part, deswegen heißt du das Video. Es ist einfach nur noch zurücklehnen und absahnen und schauen, was der Gegner macht. Er hat auch nur noch 18 Karten. Er hat einen Tausch, okay. Hätten wir eine Ryoba, hätten wir da was entgegen machen können. Er hat angegriffen. Das war nämlich eigentlich, okay, jetzt haben wir zwei Optionen. Es war eigentlich genau das, was wir wollten. Aber wir haben zwei Optionen. Erst einmal könnten wir auf Mimikyu gehen, da kann er nicht angreifen. Oder wir lassen Relaxu killen und dann können wir die ganze Zeit hin und her switchen. Aber ich denke, was wir jetzt am besten machen ist, ja, wir nehmen den Tauschwagen, wechseln hier einmal auf Mimikyu rüber und fucken unseren Gegner einfach weiter ab, weil er jetzt den nicht mehr angreifen kann. Er wird jetzt wahrscheinlich, wenn er einen Befehl vom Boss dann spielen will, wird er ihn auf dieses Relaxo anwenden, um das Relaxo zu killen, oder mein Rotom. Beide Karten nicht mehr so wichtig. Alles easy. Alles easy für den Füller und die Pepsi. Oder er schafft es, er wechselt und kommt jetzt mit Urgel an. Auch möglich, aber dann können wir trotzdem hin und her switchen. Er würde halt, würde er Karten verlieren? Nee. Er würde hier keine Energie verlieren. Aber ist nicht so schlimm. Wir könnten dann nämlich jederzeit auf Giratina Vista wieder gehen. Und dann ist er trapped. Dann was, hä? Hat er 10 Karten im Nirgendwo? Nö, nicht mal fast. Versuch mal was zu machen. Er sucht Karten, okay, er sucht Karten. Ja, jetzt ist die Frage, haben wir irgendwas für Hand Destruction noch? Ich glaube, ich habe nichts mehr übrig für Hand Destruction. Was wir jetzt erstmal holen ist, wir holen uns, Ryoba rein, damit wir seine Hand zerstören können.
Also hiermit her damit. Ich habe jetzt leider kein Pokémon, um da was zu suchen. Wir könnten noch mal ganz andere Sachen holen. Ne, die Banditenschwestern sind nicht so sinnig, ne? Nee, ich meine, ich könnte Celestis noch mal holen für mehr Recovery-Zeug und ein Befehl vom Boss. Holen wir uns die ganzen Supporter ganz kurz in mein Deck. Dann gehen wir auf... Ich meine, er kann mich nicht angreifen. Aber... Ich bin ganz kurz am Überlegen. Habe ich irgendwas anderes, was sinnvoll wäre zu spielen gerade? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich werde einfach warten jetzt, ne? Ne, wir können unsere Karten ziehen. Haben dann die neuen Supporter auf der Hand. Passt auf. Haben dann die neuen Supporter auf der Hand und nächste Runde zerstöre ich ihm seine Hand. Er nimmt mich ordentlich was auf der Hand. Und dann nehmen wir die Itemkarten, die wir finden, alle raus. Alle raus damit. Ach ja, und was ich nicht vergessen sollte ist, wir haben Erikas Einladung. Essentiell sorgt das dafür, falls er hier ein Basis-Pokémon auf der Hand hat, muss er es auf die Bank legen. Er hat einen Bankspot offen, was ein Problem ist. Und dann muss es in die aktive Position geswitcht werden. Wenn ich Relaxo vorne habe, könnt ihr euch vorstellen, wie abfuckend das ist. Das ist einfach nochmal essentiell, ein Pokémon, was mir nicht schaden kann, nochmal in die aktive Position zu bringen. Ah ja, 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 er macht seinen Gameplan weiter, okay. Ist okay, mach ruhig, mach ruhig. So, wie viel Zeug hast du noch, um Zeug zu machen? Alles gut, Strandplatz? Damit willst du dich jetzt zurückziehen? Ich verstehe. Jetzt gehst du auf Zubiris, ja, ja. Also Zubiris kann 120, ja. Der kann jetzt 120 Schaden machen. So, der wird jetzt meinen Mimikyu killen. Der wird mein eines Relaxo verletzen. Mein anderes Relaxo verletzen. Und wisst ihr was? Das Witzigste ist, es ist komplett egal. Es ist nicht relevant, was er tut. So, wir bringen das hier rein. Er kann sich nicht zurückziehen und er denkt, oh ja, mach ich mehr Schadensmarken, ne? Nee. Nee, 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 nee. Nämlich jetzt hat er uns in die Hände gespielt, nämlich mit Konterfänger hier rein. So, was wir jetzt erstmal machen ist, wir spielen Tauboga V. Tauboga V mit Frachtflügel sorgt dafür, dass wir es wieder ins Deck ziehen können. Und jetzt haben wir eine Karte im Deck. Und das können wir jede Runde machen. Deswegen gehen wir nicht Deck out. So, dann spielen wir mit Konterfänger erst einmal hier rein, dass wir Giratina V hier drin haben. Dann machen wir die das Stadion da weg. Und dann habe ich noch Ryoba, um ihm mehr Handkarten zu zerstören. Hab gehört, du hast da noch was in der Hand. Weg damit. Das war nicht zu viel, was er da in der Hand hatte. Wir nehmen ein alternatives Relaxo vielleicht noch, oder? Nee. Bin ich bald so weit, dass ich ihm sein Deck zerstören kann? Ich meine, er sorgt dafür eigentlich selber gerade, ne? Ich weiß halt nicht, ob ich Yuyu EX hier einfach raushauen möchte oder nicht. Das ist halt die Frage. Ne, ich beende meinen Zug. Zug beenden. So, jetzt ist nämlich die Sache. Ich muss halt schauen, dass er die Möglichkeit bekommt. Oder er muss halt schauen, dass er irgendwas hat, damit er angreifen kann. Und ich glaube nicht... Ja, er hat einen Befehl vom Boss. Geht jetzt auf... Oh, er geht auf Rotom. Okay, okay, okay. Halb so wild. Kannst du mich nämlich killen? Du kannst dich nämlich auch nicht zurückziehen, ne? Ja, ja, dachte ich mir. Ist nicht so schlimm. Oder haben wir die 10? Haben wir die 10? Gönnst du dir die fetten Preiskarten? Oh, oh, der gönnt sich den Kill und dann sie so, yeah, let's go. Nee, ist nicht so schlimm, ich brauche Rotom nicht mehr. Die 2 Preiskarten schenke ich dir, Mann. Ja, komm. Wo ist dein One-Hit? Warum machst du es nicht? Kannst du es nicht einsetzen? Warte mal, er sollte es einsetzen können. Nämlich, das ist das Ding, mit seiner V-Star-Power kann er einfach einen Kill ausführen. Also einen Insta-Kill. Aber wir haben ja unser ganzes Deck auf der Hand, also... Er hat seinen Insta-Kill nicht gemacht. Er geht auf Zubiris, um mir mein Relaxo da zu killen. Okay, I guess. Dann mach, wenn du das willst. Dann mach, wenn du das willst. Ich meine, so viel erreichst du damit jetzt auch nicht mehr. Ich hoffe, das weißt du. Ich meine, stark, I guess. Gönn dir die Preiskarten. So, okay, okay, okay. Als allererstes sorgen wir dafür, dass wir nicht Deckout gehen können. Nehmen jetzt hier wieder Tauboga, Tauboss meine ich, packen es hier wieder rein. Nehmen dann hier noch ein Relaxo, machen da noch ein Amulett dran. Dann nehmen wir Cosima, holen uns Rotom V zurück und damit hat er diese Preiskarten komplett verspielt. Spielen dich hier einfach rein und ja, dann könnte ich einen Konterfänger machen und das mache ich auch und dann holen wir uns hier Ding zurück. Yo, what's up, dude? Na, alles cool? Yeah. So, und jetzt hat er hat keine Ressourcen mehr. Er hat insgesamt 13 Karten zur Verfügung. Ich
glaube legitim, er hat keine Itemkarten mehr groß in seinem Deck. Wir können das nachher nochmal checken, ja. Wir können gleich nochmal reingehen. Okay, er macht einen One-Hit. Er macht einen One-Hit-Kill. Gönn dir ruhig. Aber du kommst nicht auf genug Preiskarten gerade. Oh, Relaxo, scheiße. Ist nicht so schlimm. Ist einfach legitim, nicht so wild. Weil, jetzt haben wir das Relaxo zwar drin, ja. Aber auch halb so schlimm. Und zwar nehmen wir jetzt erstmal das Relaxo rein. Dann holen wir uns Tauboss. Packen Tauboss natürlich wieder in unser Deck rein, ne? Easy, easy. So, damit wir halt nicht Deckout gehen. Nehmen Heldenumhang. Ja, von mir aus. Dann nehmen wir hier einmal ganz schnell Cosima. Gönnen uns hier unsere Relaxo. Packen wir dich hier rein. Nehmen wir dich dahin. Let's go. Und dann spielen wir einen Konterfänger auf dein anderes Giratina, wie ist da. Und Zug vorbei. Ja, Zug vorbei. Er muss halt irgendwie jetzt schaffen, ja. Kannst du mit 250 Damage? Kannst du? Kannst du. Wenn er schafft, auf nirgendwo einen Schlag, auf sein anderes Giratina, wie es dazu kommt, dann schafft er es. Aber ihm gehen die Karten gerade aus. Und mir halt nicht. Das ist halt das Witzige. Mir gehen die Karten nicht aus. Dir schon, mein Freund. Dir schon. Und ich kann mir noch ein Relaxo oder so holen. Ich kann mir auch noch ein Mimikyu holen, um ihm noch mehr ans Bein zu pissen. Er kann nichts mehr machen. Easy. Easy, guys. Easy. Ich glaube, er hat keine Ressourcen mehr. Dann packen wir dich hier rein mit Frachtflügel. Ab ins Deck, mein Freund. So, wir können jetzt ein bisschen risky sein. Aber auch nur ein ganz klein bisschen risky. Und es ist nicht so sehr risky, weil ich sehe gerade, er hat nur noch zwei Karten. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Wir gehen jetzt hin. Und dann lassen wir nichts abfackeln. Machen seine Karten da weg. Bye bye. Let's go. Gewonnen. Und das ist das Deck. Es ist eklig, oder? Es ist so gemein, es ist so fies. Schaut euch das an, ja? Ich hab halt nichts. Ich hab nichts an Schaden zugefügt. Ich hab nicht einmal angegriffen in der Hinsicht. Schon? Ich hab die Karten Destruction gemacht, aber das ist halt nur so, wenn man safe ist, ja? Wenn man safe ist, dann geht man auf Deck Destruction. Und der Gegner muss halt irgendwie drumherum spielen und drumherum manövrieren und seine Ressourcen ordentlich nutzen. Das Ding ist halt, viele Decks und viele, viele Spieler in Pokémon TCG. Machen wir noch eine Runde. Arbeiten so, dass sie sehr schnell ihr Deck ziehen und Ressourcen halt schnell wegwerfen, die sie gerade im Moment nicht brauchen. Aber hier gegen ein Relaxo-Deck musst du überlegen, welche Ressourcen brauche ich für Langzeit im Spiel, damit ich meine 6 Preiskarten bekomme. Und er hat auch Energiekarten zum Beispiel ins Nirgendwo geworfen, weil er schnell seine Condition haben wollte, dass er seine Energiekarten holt. Aber das ganze Ding hat nicht wirklich was gebracht, wirklich groß zu nutzen für ihn, weil so schnell konnte er meine Relaxos nicht killen. Und weil er die ganze Zeit dann hin und her switchen musste, weil er dann auch nicht wusste, wie gehe ich mit dem Mimikyu um, wie mache ich das mit dem Relaxo, wie gehe ich dahin, wie hole ich mir schnell Preiskarten. Er hatte keine Chance. Er hat nicht es umsetzen können. Er hätte aufs normale Giratina bleiben sollen oder so. Oder vielleicht am besten Urgel reinbringen sollen und damit angreifen können, wenn er die 4 Preiskarten gehabt hätte. Aber hatte er nicht. Und dann hätte er die ganze Zeit seine Energie nur noch dafür aufwenden sollen, dass er hin und her switcht. Hat er aber auch nicht gemacht. Was natürlich bei Relaxo auch nicht geht, aber you know, wenn ich mal switche, ne? Befehl vom Boss und sowas. Ich glaube, er hat sogar einen Befehl vom Boss weggeworfen. Und wenn wir halt schnell genug sind, auch noch seine Handkarten zu zerstören. Uiuiuiui. By the way, das ist eine gute Hand. Der ist gerade eine gute Hand. Er hat Giratina Rücken, also ist mein Gegner wahrscheinlich wieder ein Giratina-Spieler, oder? Giratina-Lostbox-Spieler. Ja, wir haben nochmal das gleiche Deck. Nur kann er das nicht gut umsetzen. So, weil er dann noch nichts machen kann mit Zubiris, umso besser. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. So, wir haben jetzt erfahren, unser Rotom ist hier drin. So, wir gehen jetzt erstmal in Pokécom einmal ganz schnell. Oh, nice, Kojima. Wir können diese Runde noch nichts machen, aber in der nächsten Runde müssen wir dringend mit Pepper einen Schwerball holen. Ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig. Weil, wir müssen jetzt, und wir müssen generell, zum Glück ist mein Tauboss da. Wir haben nämlich nur einen Schwerball. Tauboss wäre sogar wichtiger, damit wir nicht Deckout gehen können. So, er kann noch nicht switchen, das ist ganz gut. Aber ich kann ihn seine Karten noch nicht ganz zerstören, weil ich die Möglichkeit nicht habe. Ich wollte gerade sagen, was für Rückzugskosten. Du musst jetzt deine Itemkarten schon nutzen, mein Freund, um deine Karten jetzt nirgendwo zu legen. Man muss es schon machen gerade, ne, also ist schon wichtig.
Aber wie viel kann er jetzt? Nee, er kann noch nicht. Nee. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Wir holen uns Rotom und ziehen dann einfach gleich wie ein Weltmeister, ja? Ganz, ganz wichtig. Und dann hoffen wir auf die guten Supporter und mit den ganzen guten Supportern. Oh, Moment. Hat er Karten auf der Hand? Hat er Basis-Pokémon-Karten, womit ich ihn auch abfacken kann? Aber vielleicht können wir dann mal Erika nutzen. Erika ist halt ein Ding, ist eine Karte, die ich nicht in jedem Deck gut nutzen kann. Ja, er hat Urgel. Wir bräuchten auch die Stadionkarte, damit der Jet-Energie und so nicht verwenden kann. Ja, jetzt bin ich ein bisschen im Zugzwang. Ja, seht ihr, jetzt hat er Jet-Energie. Ich meine, er verbraucht die Karten halt, ja. Aber er hat mehr Zeit für ein Setup. Oh, oh. Oh oh. Ich werde doch seine Karten zerstören, Mann. Aber das Schöne ist, er hat schon ordentlich was aus seinem Deck gezogen, ja. Er ist bei 42 Karten gerade nur noch. Ich meine, klar, die 6 Karten existieren hier auch, aber an die kommt er nur ran, wenn er meine Pokémon killt. Was er im ersten Moment nicht schaffen wird. Außer er schafft es jetzt, das Urgel reinzubringen noch. Was er kann. Oh. Das heißt, wir brauchen auch noch einen Konterfänger. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ja, ich muss mich an den Riemen reißen. Der kann ganz schnell einen Relaxo eigentlich killen. Also nicht sofort, weil er macht nur 110 Schaden. Aber es ist trotzdem gefährlich, gerade wenn ich so überlege. Er hat solides Setup. Ja, komm, was machst du da die ganze Zeit, Kollege? Mach mich mal dran. So, übrigens, Enigmara ist gar nicht mal so wichtig für uns. Es sei denn, wir haben eine ganz schlechte Hand. Aber mit Peppa haben wir genug Search Options. Mit Cosima haben wir Safe Options. Mit Erika können wir irgendwas ihm auf die Bank setzen. Wir haben genug Karten gerade, mit denen wir arbeiten können. Wir müssen nur Rotom bekommen, damit wir ziehen. Weil wir wollen auf unserer Hand aufbauen. Das ist unser Main-Ding. Hätten wir jetzt nichts Sinnvolles in der Hand gehabt, dann wäre ein Problem gewesen. Okay, hat Giratina schon mal da. Ja, dann Mimikyu zu holen wäre auch ganz gut, ne? Jetzt ist die Frage, haben wir Mimikyu überhaupt dann im Dingens? In den Preiskarten? Das wäre nämlich sehr unlucky gerade. Ich habe nämlich nur einen einzigen Schwerball. Hellenumhang. Ich meine, gönn dir, I guess? Gönn dir den Hellenumhang, I guess? Oh, wir haben Ryoba. Wir können ihm auch einfach Handkarten jetzt zerstören. Boah, jetzt ist es schwer zu wissen, was ist der beste Play-Moment. Ich gehe ja noch nicht down, ja? Ich gehe im Moment noch nicht down. Wir schauen mal. Ja. Ich denke, das war ein guter Play. Ich meine, das war alles, was wir tun konnten, aber das war fein. Weil er kann sich nicht zurückziehen und er hat erstmal jetzt eine Karte verloren, mit der er hätte Energie holen können, ne? Mit der er hätte Boardbuilding betreiben können. So, er könnte halt maximal auf Urgel gehen. Oder er geht jetzt nochmal auf Kurelei. Und wenn noch mehr Karten ins Nirgendwo legen, was meiner Meinung nach der dumme Move wäre. Ich meine, zieh ruhig mehr Karten, geh durch dein Deck. Mach mal, Kollege. Mach ruhig. Ja, er geht auf Urgel. Ja, mach das. Ist nicht so schlimm. Damit können wir nämlich noch arbeiten. Ein Relaxo darf ich auch sogar noch verlieren. Und dann haben wir halt den Vorteil sogar, wenn er eins killt, dass wir halt Konterfänger nutzen können. Oh, Nestball! Moment, ich könnte schauen wegen Mimikyu, ne? Hab ich Mimikyu? Ich hab Mimikyu nicht. Das ist ein Problem. Ja, okay. Das ist nicht so schlimm. Wir gehen trotzdem, wir brauchen natürlich den Schwerball. Und dann gehen wir auf Amulett der Tapferkeit, mein Freund, ja. Gönnen wir uns ein schönes Amulett. Rüsten das an ein neues Relaxo an. Holen dann Schwerball. Let's go. Gehen dann hier. Oh nein. Oh nein. Okay, vielleicht. Wenn ich ein Celestia im Deck habe. Ist meine Musik aus? Wenn ich ein Celestia im Deck habe, kann ich Schwerball zurück. Ich muss Schwerball zurückholen. Ich brauche dringend Schwerball wieder. Das ist jetzt erstmal ein Gameplan, den wir verbreiten wollen. Wir müssen unsere Ressourcen aus den Preiskarten holen. Ja, ich glaube, die Musik ist aus. Jetzt ist die Musik wieder da. Hey Musik, willkommen zurück, Mann. Na los, Kill. Gönn den Kill. Gönn mir den Kill mal. Komm schon.
Feigling. Das andere Problem ist dann ja auch jetzt, was ich habe, dass ich nicht mit Konterfänger sofort arbeiten kann, weil ich habe ja gerade keinen. Ich habe ja gerade im Moment keinen Konterfänger. Scheiße. Oh. Na, gönn dir die Preiskarte. So. Pokécom wird wichtig. Ja, Pokécom wird super wichtig. Mhm. Okay. Pepper, komm her. So. Wir arbeiten jetzt so, dass ich jetzt Pepper hier nehme. Wir holen uns jetzt einen Konterfänger. Und nochmal eine Ausrüstung. Let's go. Machen das hier und, wo kann ich ihn festsetzen? Also ich kann ihn erstmal auf Zubiris festsetzen, ne? Bei Giratina wäre es aber nochmal ärgerlicher, weil er Dingens braucht und er kann mich auch nicht one-hitten. Wir gehen auf Giratina, nevermind. Geh auf Giratina, let's go. Er hat da zwar schon was, ein bisschen, aber das ist nicht so wild. Und jetzt ziehen wir mehr Karten. Gib Gummimann. Wir müssen dafür sorgen, dass wir das Stadion loswerden, ja. Okay. Wir haben immer noch Celestia nicht. Wie viele Karten habe ich davon? 2 Stück oder nur so? Oh, will er jetzt mein Dings One-Hit killen? Mach ruhig. Ist mir egal. Moment, ist mir nicht so egal, weil dann habe ich keinen Relaxus mehr, außer das eine. Oh, ich habe eine Menge Pech. Ich meine, mach trotzdem. Let's go. Gönn dir, Kollege. Na komm, jeder folgende Angriff wird nochmal mehr wehtun. Also komm schon, greif an, schlag mich. Let's go, macht er nicht, okay. Hat er nicht genug? Er hat nicht genug im Nirgendwo, nevermind. So, wir haben einen Befehl vom Boss, das ist natürlich immer sehr nice. Weg mit dem Stadion, das ist mir ein Dorn im Auge. Ich habe leider jetzt auch nichts anderes gerade auf der Hand. Geilo. Okay, schauen wir einmal, ob wir seine Bank vollhauen können, ja? Er hat Energiekarten, aber noch ordentlich auf der Hand. Scheiße. Na, das gefällt mir nicht. Aber warum müssen auch alle meine Key-Karten, ja? Alle meine Key-Pokémon sind einfach alle in den Preiskarten drin. Immerhin haben wir mal die Banditenschwestern gezogen. Dankeschön, dass wir die auch mal haben. Das heißt, wir können einige Dingenskarten, einige Itemkarten aus seinem Deck schon mal zerstören. So, er greift normal an. Das ist aber eigentlich dumm. Ich meine, es ist seine einzige Chance, aber es ist dumm, weil er jetzt Ressourcen verbraucht hat, die voll wichtig sind. Gott, warum bin ich so schnupfig, Mann? Ich kann nicht mehr reden, Leute. Wir haben den riesigen Vorteil, dass er jetzt erstmal wieder Boardbuilding betreiben muss, ja? Wir müssen aber auch dringend eine Angel suchen. Wir brauchen ganz, ganz, ganz dringend eine Angel. Okay. Gönn dir. Wir haben noch hier einen Relaxo. Alles gut. Noch. Okay. Ich muss eigentlich auf Angel gehen, wegen Pepper, ne? Ja, ich habe den Pepper, also gehen wir auf eine Angel. Da haben wir dich, let's go. Amulett der Tapferkeit können wir nochmal holen, auch nicht so schlimm. So, dann gehen wir erstmal auf die Angel, holen uns jetzt unsere Relaxus wieder, let's fucking go. Und dann holen wir uns sofort eins natürlich aufs Brett, damit er uns damit erstmal nicht sofort killen kann. So, wenn was ist, und wir können ihn dann immer noch locken. Warte mal. Oh, er hat von anderen Pokémon jetzt nirgendwo gelegt. Nee, dann muss er trotzdem, wenn er nochmal angreifen will, das machen. Ja, okay. Halb so wild. Ziehen wir mehr Karten, let's go. Und dann hoffen wir mal, dass unser nächstes Relaxo die Scheiße dann nicht nochmal ertragen muss. Ein Relaxo killt er noch, dann sind wir auf 3 Preiskarten runter. So, was machst du jetzt, mein Freund, hä? Hast du einen Gameplan, Mr. Kollege hier? Ja, hat er. Ach so. Okay. Er geht jetzt die ganze Zeit weiter auf Energiekarten. Und jetzt legt er hier nur eine ab und da eine ab. Für den Fall der Fälle, dass er seinen One-Hit noch machen kann, oder wie? Kann er sogar fast. Oh. Nicht so schlimm, Leute. Wir locken ihn wo ganz anders rein. Passt auf. Er hat nämlich genug Energiekarten und generell Ressourcen zerstört.
nutzen wir die Gelegenheit jetzt mal für was ganz anderes aus. Passt auf. Also ich weiß halt, er hat eine Pflanzenenergie auf der Hand. Das heißt, er könnte jetzt seinen... Er könnte aber seinen One-Hit-Kill noch nicht machen, ne? Nee. Aber... Okay, jetzt wird's kompliziert. Nee, pass auf. Wir gehen mal hier hin, holen... Aha. Ja, Spiel? Spiel? Dann dich halt, whatever. Holen wir Kurelei, packen wir das drauf. Jetzt könnte man sagen, ist es nicht dumm, weil er Karten zieht? Es ist ein bisschen, es ist ein bisschen hilfreich für ihn. Aber, ja. Wir gehen erstmal in sein Deck überprüfen. Machen ein bisschen Deck Destruction, ja. Dann gehen wir jetzt nochmal mehr Karten ziehen. Und ich frage mich, wozu fick ist Celestia? Ich hab die immer noch nicht da. Es ist unfassbar. Auf jeden Fall kann er nicht sofort angreifen. Und wenn er wechseln will oder Board bauen oder sonstiges, er hat auf jeden Fall mehr Ressourcen wieder. Ich hätte ganz gerne eigentlich auch noch eine Rio-Bar. Oh. Ja, irgendwie, sein Deck kriege ich nicht ausgedünnt und er ist echt gut mit Preiskarten dran. Ist halt nur die Frage, ob er noch genug Ressourcen hat, genug zu killen. Vielleicht sollte ich bald Rotom wieder auf die Hand nehmen. Habe ich eigentlich im Deck mehr als eine Angelrute? Okay, ein Befehl vom Boss. Ja. Er macht einen One-Hit. Mhm. Wir haben verloren. Wir sind am Arsch. Ja, der Gegner hatte viel mehr Zeit zum Aufbauen und er hat auch cleverer gespielt als mein letzter Gegner auf jeden Fall. Kaum zu schweigen davon, dass mir wichtige Keykarten in meinem Preiskarten... Aber so ist es manchmal im Pokémon, ne? So ist es halt manchmal generell in einem TCG. Du hast halt keine super perfekte, hundertprozentige Consistency. Mein Deck ist ja consistent, ich ziehe auch mein ganzes Deck, ne? Aber es ist halt natürlich nicht perfekt. Holen wir uns ein anderes Relaxo erstmal ran. Let's go. Dann habe ich hier meinen Heldenumhang. Ja, wenn er normal angreifen kann, dann sind wir am Arsch, ne? Yep. Und cool. Mhm. Ja, das ist, das sind genau die Karten, die ich gebraucht habe, natürlich. Fuck. Oh, haben wir noch einen Konterfänger, Pepper? Wir haben einen Konterfänger, dankeschön. So, gönnen wir uns den Konterfänger ganz fix. Und dann gehen wir nochmal auf den Kurelei, damit er... Was ist denn da los, dass ich das eine Pokémon nicht nehmen kann? Na, dann haben wir das hier erstmal, ne? Ja. Und dann warten wir. Scheiße. Also, wenn ich Glück habe, überlebe ich den Scheiß noch, aber mit Pech nicht. Er hat halt sehr viele Karten noch im Deck, ne? Er hat halt noch unfassbar viele Ressourcen. Und das ist auch das Ding. Wo waren meine ganzen Rio-Bars sonst? Wo waren meine ganzen Banditenschwestern? Ich hatte so viele Karten, die mir gefehlt haben, um ihn tatsächlich am Boardbuilding abzuhalten, dass er es halt tun konnte. Er konnte sein Brett aufbauen. Er konnte seine Pokémon machen. Aber, wie viele Ressourcen hat er noch? Da sind Energien weg. Hier sind viel... Hier ist gar nichts auf dem... Dingens. Shit. Moment. Er hat 4 Energien hier, ja? 2 da, das heißt 6 sind da. Und hier hat er nichts drin. Nee, der Typ hat noch zu viel. Der Typ hat zu viele Ressourcen. Das ist nicht gut. Oh, jetzt der Rio-Baum seine Handkarten einmal zu zerstören. Das wär's jetzt, Mann. Das wär's jetzt. Aber er ist mir ja nicht gegönnt, scheinbar, hm? Oder Celestia, damit ich meinen Schwerball holen kann. Ah, Itemkarten einfach. Irgendeine Karte jetzt, um Itemkarten wieder ins Deck zu schaffen, das wäre es auch. Oh, aber ich habe keine. Das ist nämlich ein Supporter-Deck. Ich meine, die Itemkarten sind wichtig, aber es ist trotzdem ein Supporter-Deck. Shit. Obwohl, Moment. Haben wir Glück? Haben wir es geschafft? Nee, er macht da einfach nur nichts. Ich wollte gerade sagen, haben wir es eventuell geschafft, dass unser Gegner keine Möglichkeit hat, gerade seinen Kurelei zurückzuziehen? Das wäre nämlich jetzt Banger. Moment. Er hat einen Befehl vom Boss hier. Das heißt, er hätte potenziell noch 3 weitere. Er hat einen Switch hier. Einen Tauschwagen, das heißt, er hat noch weitere. Da ist einer. Ja, er hat noch weitere. Mhm. Die Jet-Energie funktioniert nicht, aber er könnte damit halt die letzte Preiskarte holen, wenn wir schaffen, ihn dahin zu bekommen. Oh, fuck. Oh, fuck. Das ist ein Problem.
Fuck. Oh oh. Jetzt ist nur die Frage, was macht mein Gegner? Obwohl, Moment. Wir haben den Befehl vom Boss selber in der Hand. Ich könnte... Na, ein Switch. Okay, wir haben verloren. Easy peasy. Okay, gut, gut. Ist in Ordnung. Warum ist er auf Urge gegangen? Ist er dumm? Hä? 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 Warum ist er nicht auf Giratina Vista gegangen? Hätten irgendwo einen Schlag gemacht, dann hätte er gewonnen. Hä? Warum? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Der Typ hat hart misplayed. Aber naja, das war das Deck. Zurücklehnen und absahen. Banger, oder? Ist fun. Ich mag's sehr. Und, ja, wenn ich mal wieder irgendwelche anderen coolen Decks habe. Ich meine, wir haben die Rotation. Es werden neue Archetypes und neue Decks reinkommen. Und ich muss wahrscheinlich was anderes noch bauen. Mal vielleicht wieder ein paar mehr Videos. Hoffe, es hat euch gefallen. Übrigens, später gibt's ein bisschen mehr Yu-Gi-Oh! Für euch heute. Haut rein. Bis dann. Tschüss.